Wie bitter heißt das? Und damit herzlich willkommen. Es ist wieder Punkt 18 Uhr. Wir begrüßen euch zurück im nächsten Teil, der 15. mittlerweile. Und mit dabei ist auch wieder der kleine Zelda-Junge. Ja, der ganz kleine. Und der hat immer noch genauso wenig Ahnung wie ich, was wir jetzt hier machen müssen. Wir sind planungslos. Ja, aber wirklich. Wir haben keine Ahnung. Der Yumi-Schuh, da beißen wir uns hier die Zähne aus. Habe ich überall schon angegriffen? Du hast jeden angegriffen. Jeden Echt? Zentimeter des Körpers. Haben Sie das nicht schon in Ihrer Aussage vorhin erwähnt? Angst, ich bitte Sie, Herr Wright. Ja, sehr gut, bitte hören Sie auf, mich anzustarren. Dieses Kostüm tragt die Angeklagte. Bist du sicher? Mayas Kostüm? Ja, sie trug es bei ihrer Verhaftung. Ja, stopp. Maya, sie trägt heute schon wieder ihr Beschwörungskostüm. Darf sie denn gar nichts anderes anziehen? Moment mal, hatten wir das Bild vorher auch? Welches? Das von ihrem Anzug? Ja, ja. Also gut, das Blut mag ja vom Opfer stammen, aber... Was hat es mit diesem Loch im Ärmel auf sich? Entschuldigung, Junge. Wir dachten wohl, jetzt wäre ein Riss in der Naht. Ja, doch, ich kann mich erinnern. Mich interessiert nicht, warum Sie das Loch übersehen haben. Es geht um das Loch an sich. Der Geruch von Schießpulver beweist eindeutig, dass es ein Anschlussloch ist. Hatten wir das auch schon? Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Eieieiei. Sehr merkwürdig. Ich ja. Sagte was anderes. Ha, ich mal wieder hier. Ha. Ach so. Als ob solche Banalitäten von irgendeiner Bedeutung wären. Aber das sind sie. Das Einschussloch im Ärmel und das Blut auf dem Kostüm ändern nichts daran, dass die Angeklagte das Opfer getötet hat. Ich bin sicher, dass es in diesem Kostüm noch mehr zu entdecken geben muss. Mach schon, Inspektor. Du verschwendest wertvolle Zeit. Ja, Frau Staatsanwältin. Ah, die Angeklagte attackiert... Oh, oh. Es ist mir selber wieder wie vorher. Moment, wieder angreifen. Er wehrte sich also nicht? Woher wollen Sie das so genau wissen? Wir haben keine Spuren gefunden, die auf Gegenwehr schließen lassen. Junge. Ja. Gab es also zwischen dem Opfer und dem Mörder einen Kampf oder nicht? Die Antwort auf diese Frage kann den Ausgang des Prozesses entscheidend beeinflussen. Wir stecken in der Klemme. Wenn ich nur beweisen könnte, dass das Opfer sich gewehrt hat. Diese Franziska von Almsick meint also, sie könne den Ausgang mit einer ihrer Aussagen entscheiden. Mit nur einer Aussage entscheiden. Ich muss irgendwie einen offensichtlichen Widerspruch finden, dann habe ich sie. Nicht, bleib ruhig, bleib ruhig. Es ist nur ein Spiel, es ist nur ein Spiel. Ich bin jetzt schon ausgerastet. Wir fangen wieder von vorne an. Aber war das jetzt auch neu, das mit dem Richter? Ich meine also, ja. Also ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Tut mir leid, Junge, aber es gibt da mittlerweile noch ein... Ja, wir fangen wieder ganz von vorne an. Weiter angreifen. Meinst du? Bis der Gamsche umfällt. Aber es kommt ja wieder dasselbe. Und warum zur Hölle haben Sie das noch nicht zu Ihrer Aussage vorher erwähnt da? Ach so. Jetzt macht er ihm wieder Angst. Schon gut, bitte hören Sie auf, mich anzustarren. Dieses Kostüm trug der Angeklagte zur Tatzeit. Komm, präsentieren. Hier. Die Zeugenaussage ist eindeutig falsch, euer Ehren. Es tut mir leid, aber ich kann kein... Ach so, jetzt belegt er uns wieder mit einer Strafe. Ja, ja, ja. Dann wohl doch vor auf dem Holzweg, ja. Dieses Kostüm trug die Angeklagte. Tja. Es ist voller Blut. Ja, das Messer ist auch voller Blut. Vielleicht ist es dasselbe. Na? Euer Ehren, diese Aussage widerspricht diesem Beweis. Oh, vielleicht doch. Das klingt gut. Hä? Ach ja? Ach ja, ich sehe keinerlei Widerspruch. Wie, wirklich nicht? Einspruch abgelehnt.
Denken Sie nach, bevor Sie an... Aber er hat mal was anderes gesagt. Ja, das ist mal ganz nett. Ein bisschen Abwechslung. Voller Blut, die Angehörige attackierte und tötete eine Person, die sich offensichtlich nicht wehrte. Woran können wir verdammt nochmal beweisen, dass sie sich gewehrt hat? Nimm vielleicht doch nochmal dieses Ding mit dem Loch drinne. Ja, was ist das? Was denn? Gewandschirm. Genau. Meinst du? Naja, aber das wäre ja das Einzige. Da ist ja ein Loch drin. Nee. Nee. Nee, nee. Dieses Kostüm trug die Angeklagte zur Tatzeit. Wie man sieht, ist es voller Blut. Die Angeklagte attackierte... Achso, jetzt fängt das Ganze wieder von vorne an. Ha! Tja. Wo hatte ich ihn eben angegriffen? Die Angeklagte... Nee, davor. Das ist voller Blut. Ein alter Metallschlüssel mit grünem Stein in der Mitte. Warte mal, das ist doch der Schlüssel selbst. Und wenn er, warte mal. Zu Glück. Man attackierte und tötete eine Person, die sich offensichtlich nicht wehrte. Aber es ist, naja, das macht auch keinen Sinn. Es macht alles keinen Sinn! Es macht alles keinen Sinn. Tut mir leid, Junge, aber es gibt da noch ein weiteres, noch belastenderes Beweisstück. Was gibt's denn noch belastenderer? Ein rätselhaftes Leuchten, und nicht schlecht. Starben 14 Patienten durch Kunstfehler in Dr. Rays Klinik. Es sind jetzt einfach Verzweiflungstaten, Freunde. Diese Aussage widerspricht diesem Beweis. Ach ja, nee, tut es nicht. Das ist sehr merkwürdig, also... Mir ist auch nirgendwie sowas aufgefallen, was irgendwie uns jetzt helfen könnte. Mir auch nicht, überhaupt nirgendwo irgendwas. Ja, wir sind jetzt in der Endlosschleife. Wir hätten einfach auf Mord plädieren sollen. Auf... Ja, aber irgendwie müssen wir hier wieder rauskommen. Nein, das Spiel ist vorbei, das ist das Ende. Ja, Dead End oder was? Ja, genau. Nein. Freunde, ich glaube, wir schneiden das hier und melden uns wieder, wenn wir gleich was gefunden haben. Ansonsten glaube ich, schaltet ihr irgendwann jetzt ab. Weil es ist... Es ist eigentlich nichts weiter als ein Standbild. Ja, das immer wieder kommt. Die Angeklagte attackierte und tötete eine Person, die sich offensichtlich nicht wehrte. Tja. Freunde, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, Freunde. Und, ja, wir, fangen nochmal ganz von vorne an. Und zwar, wie man sieht, bla 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 bla. So. Und wenn wir uns das jetzt hier angucken, wir hatten ja festgestellt, dass hier ein Einschussloch ist. Da. Und dass es darum nach Schießpulver riecht. So. Wenn man jetzt hingeht und die Angeklagte da und das jetzt hier präsentiert, dann Inspektor Dick Gamschuh. Ja? Hey, irgendwie ist mir das unangenehm, mit vollem Namen angesprochen zu werden. Sie behaupten, meine Mandantin tötete eine Person, die sich offensichtlich nicht wehrte. Ja, das tue ich. Und es ist jetzt auch offensichtlich und logisch, denn sie kann sich ja schlecht selber in ihren Mantel da, in ihr Kostüm geschossen haben. Das heißt, es kann ja nur einer sein, der entweder vor oder hinter ihr steht. Dingeling. Dingeling. Dann gestatten Sie die Frage, was das übersehene Einschussloch bedeutet. Ja, was es bedeutet? Ich sag Ihnen, was es bedeutet. Es bedeutet, dass das Opfer einen Schuss abgegeben hat. Das war dann wahrscheinlich der zweite Schuss.
Verstehen Sie das unter sich nicht wehren? Oh, du hast recht. Hört sich logisch an. Ein Schuss vom Opfer auf die Angeklagte würde, alles ändern. Na endlich, der Wind scheint sich zu drehen. Ha. Was soll dieses War's das endlich lachen? War's das endlich, Phoenix Wright? Fräulein von Karma. Nehmen wir mal an, das Opfer hätte tatsächlich auf Maya Fey geschossen. Nur ein weiterer Grund, auf Notwehr zu plädieren. Das stimmt allerdings. Was allerdings euer Ehren nicht zu Plädeur der Verteidigung passt. Statt auf Notwehr zu plädieren, blieb sie beim Unschuldig. Oh. Jetzt wo sie's. Vollkommen rechteck. Aua. Das heißt, die Beweislast liegt weiterhin bei der Verteidigung. Nein! Wo sie recht hat? Dankeschön. Außerdem kann allein die Tatsache, dass das Kostüm ein Einschussloch aufweist, nicht einmal die Notwehrvermutung ausreichend stützen. Hä? Wieso das? Oh! Steh nicht so nutzlos in der Gegend rum. Berichtet im Gericht gefälligst, wie der genaue Tathergang war. Unter Berücksichtigung sämtlicher neu gewonnener Informationen natürlich. Was? Sie meinen, ich ganz alleine? Haha, Sie verlangen, dass ich ganz alleine alle Einzelheiten zusammenfasse? Aua! Ja. Jawohl, sofort Frau Staatsanwältin. Eine neue Zeugenaussage, eieiei. Während der Bezwörung sah die Angeklagte ihre Chance, das Opfer zu erpressen. Das Opfer übte verzweifelte Gegenwehr aus. Während des Kampfes gelang es dem Opfer, seine Pistole zu ziehen. Das Opfer feuerte einen Schuss ab, verfehlte aber das Ziel wegen der zu kurzen Distanz. Daraufhin brachte die Angeklagte die Pistole an sich und beendete den Kampf. Ja. Hört sich plausibel an. Jawohl, euer Ehren. Also, Herr Wright? Ergibt beim ersten Hören ja wirklich Sinn. Aber so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Bitte hören Sie auf, mich so anzustarren. Also gut, wenn Sie den Zeugen dann ins Kreuzfeuer nehmen wollen. Ach ja, da sind wir wieder. Kreuzfeuer, Kreuzfeuer. Während der Beschwörung sei die Angeklagte ihre Chance, bla. Der Größenunterschied zwischen Dr. Gray und der Angeklagten ist beträchtlich. Außerdem war das Opfer viel kräftiger, wie hätte sie da erfolgreich zustechen sollen? Jetzt, wo du es erwähnst, ja, klingt plausibel. Glaubst du wirklich, du kommst so leicht davon? Phoenix Wright? Maya Fey befand sich mitten in einer Beschwörung oder etwa nicht? Hä? Das Medium kann mit Hilfe der Kura einer Beschwörungstechnik seine Physis manipulieren. Mit der Statur der Schwester hätte die Angeklagte es mit dem Doktor aufnehmen können. Was? Ich fass es nicht. Sie hat sogar die Kuraina Beschwörungstechnik gelernt. Patsch! Wie ich schon sagte, ich bin Perfektionistin. Wovon genau reden Sie da eigentlich? Ich komme da gar nicht mit. Wie auch immer. Ja, fahren Sie mit Ihrer Aussage fort. Das Opfer übte verzweifelte Gegenwehr aus. Na, so verzweifelt war sie ja nicht. Die Stichwunde, die er erlitt, war also nicht die eigentliche Todesursache. Der daraus resultierende Blutverlust hatte allerdings beträchtliche Konsequenzen. Und wie beträchtlich waren diese Konsequenzen Ihrer Meinung nach? Zufälligerweise habe ich gerade neulich Blut gespendet. Und danach habe ich mich leicht benommen gefühlt und mir war schwindelig. Ja, ich schätze, die Wunde hat ungefähr circa das Zehnfache an Schwindel verursacht. Aua! Entschuldigung. Nicht schlecht.
Während des Kampfes gelang es dem Opfer, eine Pistole zu ziehen. Ah. Wo in aller Welt kam bitte die Pistole her? Das Opfer, Dr. Gray, scheint sie extra für eben jeden Tag erworben zu haben. Aber eine Pistole? Er hat die 2 Tage vor der Tat auf dem Schwarzmarkt gekauft. Woher weiß ich bloß, dass das am Schwarzmarkt war? Warum hatte Dr. Gray eine Pistole dabei? Weswegen diese Vorsichtsmaßnahmen? Das Opfer feuerte einen Schuss ab, verfehlte aber sein Ziel wegen der zu kurzen Distanz. Wieso? Sie behaupten also, dass das Einschussloch im Kostüm zum Tatzeitpunkt entstand? Tut mir leid, Junge, aber so sieht's aus, würde ich sagen. Die beiden befanden sich mitten im Kampf, als der Schuss abgegeben wurde. Maya, was für ein Glück, dass dir nichts passiert ist. Daraufhin brachte die Angeklagte die Pistole an sich und ja. Was mit dem zweiten Schuss? Maya hat in ihrem ganzen Leben noch keinen Schuss mit einer Waffe abgegeben. Das Opfer stand schutzlos vor ihr. Sogar ein Anfänger wie du hätte das gekonnt. Sogar ich? Oh, echt? Dankeschön. Siehst du? Die perfekte Logik einer von Karma. Seine Aussage ist in der Tat äußerst ungünstig für uns. Aber da muss es einfach irgendeinen Widerspruch geben. Und den aufzudecken, hieße die Wahrheit zu enthüllen. Da bin ich absolut sicher. Oh wei, während der Beschwörung sah die Angeklagte ihre Chance, das Opfer zu erstechen. Ja, aber warum denn? Tja, ich verstehe auch nicht, warum man wegen einer zu kurzen Distanz daneben schießt. Na, das verstehe ich auch nicht so ganz. Das Opfer übte verzweifelte Gegenwehr aus. Da haben wir doch wieder das Kostüm mit dem Einschussloch. Aber es ist wieder falsch. Diese Aussage widerspricht diesem Beweis. Während des Kampfes gelang es dem Opfer, seine Pistole zu ziehen. Das Opfer feuerte einen Schuss ab, verfehlte aber sein Ziel wegen der zu kurzen Distanz. Tja, ist eigentlich nur noch einfacher. Ja eben, ich verstehe es nicht. Das könnte vielleicht jemand zu tun haben. Euer Ehren, diese Aussage widerspricht diesem Beweis. Des Kampfes zu ziehen, feuerte einen Schuss ab, verfehlte aber. Daraufhin brachte die Angeklagte die Pistole an sich und beendete den Kampf. Tja, und jetzt fängt es dann wieder von vorne an, genau. Ach, wie schön. Und wir hängen direkt wieder in der nächsten Schleife. Ach, nee. Beendete den Kampf. Ah, nee. Aus kurzer Distanz erschossen. Moment. Verfehlte aber sein Ziel wegen der zu kurzen Distanz. Aus kurzer Distanz erschossen. Euer nein. Es war ja klar. Sah die Angeklagte ihre Chance, das Opfer zu erstechen. Das Opfer übte verzweifelte Gegenwehr aus. Während des Kampfes gelang es dem Opfer, seine Pistole zu ziehen. Erst verzweifelte Gegenwehr und dann zieht er eine Pistole. Auch nicht schlecht. Mordwaffe gehört Doc Gray, 2 Schüsse abgefeuert mit Myers und Dr. Grays Fingerabdrücken. Ach, das Opfer übte verzweifelte Gegenwehr aus. Vielleicht da die Pistole? Nein! Ich denke mal, deine Anwaltsmarke ist die Lösung. Was? Und warum? Und wo? Sie kam angeflogen. In Wirklichkeit ist sie ein Dragon Ball. Ach ja, alles klar. Pokémon! Pokémon!
Das Opfer feuerte einen Schuss ab, verfehlte aber sein Ziel wegen der zu kurzen Distanz. Daraufhin brachte die Anklage die Pistole an sich und beendete den Kampf. So. Keine Ahnung. Freunde, ich glaube, der Teil ist eh lange genug jetzt hier. Und für heute haben wir genug gerätselt, deswegen machen wir Schluss und rätseln morgen ab 18 Uhr pünktlich natürlich weiter. Bis morgen, NRW über 18, adieu. Macht's gut und der Zelda-Junge verabschiedet sich auch.